Natürlich sagt niemand, dass man 100% perfekt sein kann. Es gibt Leute, die sagen, naja, du kannst nicht von allen Sünden abwenden, aber du sollst mindestens versuchen. Du sollst versuchen. Das soll in dein Herz liegen oder etwas. Aber wirklich, ewiges Leben hängt von, was ich einfach versuche. Aber das macht keinen Sinn. Weißt du, das ist diese Lordship Salvation, Jesus als Herrn zu machen, ist einfach ein anderes Evangelium. Ein anderes Evangelium. Ja. Ein anderer Jesus. Und das ist falsch und wir sollen eine Grenze machen. Eine klare Grenze. Und hier gibt es wenig Toleranzbereich. Weil es gibt Leute, die sagen, ja, wenn du wirklich gläubig bist, dann werden irgendwann die Werke folgen. So, und sie drücken sich so ein bisschen wischiwaschi aus. Ich weiß meistens nicht so richtig, woran ich bin, wenn jemand sowas sagt. Aber wo ich wirklich spätestens die Grenze ziehen würde, ist, wenn jemand sagt, ja, wenn du nicht die Werke hast, dann hast du keinen rettenden Glauben. Dann bist du nicht wirklich gerettet. Weil wovon ist dann die Errettung abhängig? Nicht mehr vom Glauben, sondern von den Werken. Und sie sagen, doch, ist es vom Glauben abhängig. Es geht ja um den rettenden Glauben. Okay, aber was ist in ihren Augen rettender Glaube? Glaube, der Werke bringt. Also Glaube plus Werke. Also wovon ist dann die Errettung abhängig? Von den Werken.